What will I become? Amazonas, Peru. Ja. Alles. Oh mein Gott. Wo kommt so steil? Here we go again. Wechseln. Und jetzt? Ah, am Baum. Ehre. Autsch. Turm abhängen. Ah, Gott sei Dank angeschnallt. Ich dachte, sie ist im Osten. Ja, eher. Ja, dann auch noch wegen Nummer. Na. Was? Hey, das ist so ein Augen-Dschungel. Oh mein Gott, haben wir noch nie gehabt. Okay. Oha, ja, das hättest du dir denken können. Okay. Oh mein Gott. War es jetzt gut oder schlecht, dass wir im weichen Schlamm reingeflogen sind? Ja, die Atmosphäre ist schon ziemlich heftig. Und der Auftrag, kann man denn? Habe ich eine Waffe? Da geht der Minus. Wir können nichts looten vom. Alter. So, anscheinend sind wir mit dem Flugzeug beim peruanischen Dschungel abgestürzt. Wir haben anscheinend auch keine Waffen mehr. Und in Wirklichkeit wollen wir die Schatulle. Miguel! Wow. Schauen wir mal. Das könnte ich gebrauchen. Ja. Ah, das ist Holz. Ja. Nur so halb abklopft dann. Und was? Oh, eine Nadel? Da hinten. Oh, Alter, ich hoffe, da gibt es nicht so Schlangen oder so. Das bewahre ich für später auf. Jonah! Hört mich jemand! Ja. Hallo? Jemand da? Wunderblume. Besser die Konzentration, okay. Okay, ich glaube, wir haben nichts verpasst. Oder war da hinten nicht noch ein kleiner Weg? Na, na. Wird schon nicht gewesen sein. Hey. Wo sind sie? Ich muss sie finden. Okay, mir immer im richtigen. Yay. Oh mein Gott, Alter. Der Berg mit Silberkrone. Ich bin fast da. Ah, das ist gut. Da drüben ist jemand. Ich muss dorthin. Ja, moin. Am besten so ein Bargleiter oder so und dann geht schon los. Ah, jetzt sind wir da im Dschungel. Ah, und da oben wollen wir wahrscheinlich. Da ist alles voller Lager und alles. Yo, okay. Das ist ein großes Gebiet.
nicht, ne? Ja. Die Eier wären aber auch gut so zum Frühstück. Ja. Wo ist der Affe? Da oben. Die hängen da Affe. Juckt sie noch gar nicht. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Ah, das ist unsere erste Feuerstelle. Wo seid ihr? Ich hab kein Messer? Was ist das? Ein Taschentuch. Da ist ein Monogramm eingesteckt. PHF. Das muss für Percival Harrison Fawcett stehen. Anscheinend hat er entweder Nasenbluten gehabt oder eine Wunde. Ich dachte, eine Taschentuch wäre praktisch, aber so ein verwendetes, uraltes, vielleicht nicht so praktisch. Das ist das Logbuch unseres Flugzeugs. Miguel hatte sich Notizen über die langfristige Wettervorhersage gemacht. Die nächsten 3 Tage sollten heiß und trocken werden, mit Höchstwerten um die 30 Grad, klarem Himmel und wenn überhaupt nur leichtem Regen. Angesichts seiner restlichen Einträge hätte Miguel uns niemals hergeflogen, wenn die Wahrscheinlichkeit eines schweren Unwetters bei über 50% gelegen hätte. Aber es waren keine Unwetter vorhergesagt, geschweige denn schwere. Und jetzt können wir sicher mal was. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. So, da gibt es ja viele Sachen. Anscheinend muss man manche Sachen erst durch Story-Fortschritte freischalten, aber sonst kann man eigentlich alles, was freigeschalten ist, frei nehmen. Also ich werde zwar jetzt in alle durchgelesen, aber die wichtigsten sind die immer die großen, also die mit den Farben, mit der Farbe im Hintergrund. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, dass es eigentlich ziemlich cool ist, die ganzen Seen-Sachen, weil da kann ich heraus. Ah, man muss angrenzende machen. Das vielleicht. Also da kann man jetzt zum Beispiel. Ah, ich hätte sowieso nur so bauen können. Wieso ich dann. Okay, cool. Da habe ich jetzt da, dass man halt die ganzen Sachen sehen kann, die was man sonst nicht so sieht. Ich hoffe, dass das auch mit dem Eye-Tracker dann funktioniert. Das gleiche hoffe ich auch für diese Herausforderungsobjekte. Das ist dann auch cool. Wir machen nur Sehensache. Ich hoffe auch, dass wir jetzt im Dschungel sind und massivere Tiere haben. Das sehen wir so in ein Herz. Wir machen dann viel mehr Damage. Dann, und dann noch einmal fallen. Das ist wahrscheinlich sogar nicht so das Beste, was wir jetzt da. Ah, das ist auch gut. Freischalten könnten. Aber, ah, das kostet 2, das kann ich gar nicht nehmen. Also, das hat schon 2 gekostet wahrscheinlich. Dann bin ich ja gespannt, wie wir das alles sehen. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Okay. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. Die Brüllaffen, hä? Affen mitten durch den See. Ich bin jetzt aber auch, dass so ein Krokodil kommt. Oder so. Wer ist denn da? Wie soll ich da aufgekommen?
Ah, das ist Zeichen, so wie du gesehen hast. Ohne Werkzeug kann ich das nicht öffnen. Okay. Kannst du ohne Werkzeug drauf geklettern? Nein? Ja. Okay, gut. Ach so, bin ja ich schon da. Okay. Jetzt hast du versenkt. Verdammt! Ja, lol. Da ist sonst nichts. Okay. Ich hätte mir so einen coolen Sprung machen können, aber. Nein! Ist also wieder so versorgen. Zack. Ah, schon wieder die Morena. Oh mein Gott, man kennt das. Oh, das ist schlau. Zack. Der cooles Messer. Was? Ah ja, jetzt gehen wir mal rauf da. Ach so, wahrscheinlich habe ich nur das Messer drauf. Ja, jetzt kann ich meine Sachen da oben natürlich aufmachen. Aber jetzt tauchen wir da mal kurz fertig. Oder nicht, was gerade? Kann ich jetzt scharf machen? Ja. Wir haben das überhaupt so fixiert. Also wurscht. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Schärfen. Ja, aber im Messstand. Nur was weiß ich. Genau, was ich gesucht habe. Ah. Ein bisschen zu wenig. Ah, Ding brauche ich noch. Bergungsgut. Oh, haben wir schon. Das ist ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Geht das schon? Wahrscheinlich nicht. Doch. Gegen so ein neues Tier, das genau ist, weiß ich nicht, aber. Zurück zum Lager. Ja gut, wenn es das sagt, machen wir das. Abo. Heim. War das Lager nicht ungefähr da? Oh mein Gott. Da. So. Inventar. Messer. Jo. Das müsste scharf genug sein.
ziemlich nice aus. Ah, und zur Tasche haben wir eben. Ja. Irgendwas hält die Vorräte noch. Noch weitere Seile, ja. Ausrüstung, endlich! Oh, springen wir mal kurz die Umi. Oh, doch nicht. Danke aber lieber zu unserem Ausrüstung. Oh, schön verpackt. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Normal. Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Normale Leute nehmen immer so, was ist das, 12 Paar Unterhosen mit, aber sie denken sich so, aber okay, da kein Bogen. Das reicht. Hey, wir haben 20 Schuss. So, jetzt haben wir unseren Bogen. Das ist eine Hase. Oh mein Gott. Wait. Wo ist sie? Ah, die schießt. Oh mein Gott, kann man wieder einsammeln? Nö. Und noch mehr. Oh mein Gott. Wie hätte ich das jetzt machen sollen? Da gehen wir jetzt aber mal noch nicht um, wir haben ja da noch nicht einmal alles gesehen. Ja, den schaffen wir. Easy. Jetzt mal fein zurück. Ne? Oh yeah. Hab's mal für ja. Das wäre aber cooler. Okay. Ich bin mir jetzt sicher, ob das sehr wichtig ist, jetzt unbedingt alles einzusammeln. Aber. Da ist das Viech. Easy. Easy. Drei Hits brauchen wir. Dieser Tapir? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das so heißt. Ich glaube nicht. Und sie sind ziemlich fett. Riesenmeerschweinchen. Bam! Wenn da wenigstens stehen würde, wie das Item da heißt. Nice. So, machen wir mal den Jump'n'Run. Hey. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Herz sehen und dann haben wir jetzt auch nicht das Herz geschrieben. Moin. Ist jetzt weg? Wir sind nur umwechseln. Es geht einfach ein. Ja, moin. Hey, wir sollen auf das Herz schießen, wenn der Eye-Tracker das nur auf die Taube und so macht. Hier im Fähigkeitspunkt. Sie fragen mal auf zwei Worten. Oder mal irgendwas Cooles durchlesen. Hey, das geht gar nicht. Doch? Ja, dann. Nimm ihn. Ja, wo. Jetzt. Oh mein Gott. Was passiert hier? Jetzt so. Nicht. Also irgendwie kann ich den nicht looten. Also lassen wir es lieber. Yay! Kommen Sie und finden Sie den Eingang. Gut. Giftbeere. Verbessert die Wahrnehmung. Da unten wäre das da noch, aber. Rumpflücke. Ah, mein Bauchbuchholz.
Ja, ich werde jetzt da nicht da oben springen, damit wir das nochmal machen müssen. So. Kann man das schon aufmachen? Fehlende Ausrüstung. Ja, gut. Was wäre die Ausrüstung gewesen? Schauen wir kurz. Eine Kletteraxt. Wahrscheinlich ist es ein Upgrade von meiner Axt. Beziehungsweise Spitzhacke, aber wir haben ja zurzeit keine. Was ist denn das da für ein Frosch? Ach, das ist halt echt ein Frosch. Geräuschlose Pfeile herstellen. Ah, wir haben aber keine. Aber man kann die. Okay. Wir haben keine Pfeile mehr. Vielleicht soll ich nicht auf alles schießen, was dumm und dumm läuft. Kann sie auch so einen Stoff geben? So wie ein Dealer. Cool. Kann ich den einfach einsammeln, den Frosch? Oh, geht irgendwie nicht. Da kann man so schlagen. Wir haben ja noch 5 Schüsse. Jetzt kalten wir uns mal die Schüsse auf. Ja, weil sonst haben wir halt echt gar nichts mehr. Wurzel. Verbessert die Wahrnehmung. Eigentlich macht man damit ja eine Farbe, so etwas. Indigo-Rot, aber ja. Aha. Ew, wo immer. Oh, wieso wir springen jetzt so ein Wasser oder so? Bitte aber mitnehmen. Da ist nichts. Ja, moin. Jacks Tagebuch. Oba. 9. August. Ich lasse diese Seite hier zurück, um jegliche Fragen zu klären, falls mich auf dieser Suche dasselbe Schicksal ereilt wie die restlichen Mitglieder meiner Gruppe. Mein Name ist Jack Fawcett. Ich bin am 20. April 1925 mit meinem Vater Percival Harrison Fawcett und meinem besten und ältesten Freund Raleigh Rimmel in Chuyaba, Mato Grosso aufgebrochen, um nach Zed zu suchen. Ich bin als einziger von uns noch am Leben. Mein Vater fiel 2 wilden Dschungelkatzen zum Opfer. Raleigh starb durch unsere Sorglosigkeit. Ich selbst bin am Ende meiner Kräfte, weigere mich aber aufzugeben. Mein Vater war überzeugt, dass wir ganz in der Nähe von Zed sind, und ich teile seine Einschätzung. Also lasse ich 2 Gräber zurück und gehe weiter nach Westen, in der Hoffnung, nicht in mein eigenes Verderben zu laufen. Oha. Also anscheinend sind wir 2 gestorben. Und... Schwimmen. 3. Easy. Sind zwar gestorben und sie waren auf der Suche nach Zed. Ich weiß nicht, ob Zed der Ort ist oder nicht. Aber ja. Man kann da früher kommen oder wir könnten einfach. So komme ich nicht rein. Schaut aber echt so aus. Ah, wegen der Ausrüstung. Und da oben. Den Frosch kann ich nicht einsammeln oder den Käfer da. So. Okay, das geht so nicht aus. Ah, das geht ja aus.
Haus keine Pfeile mehr, deshalb mache ich da jetzt nicht bei jedem Tier. Jawohl. Läuft man vor rein. Eigentlich haben wir da noch irgendwo. Haben wir da nicht eine Kiste mal liegen lassen? Wir sind da drüber gesprungen, da war eine Kiste. Anscheinend haben wir es mitgenommen. Jetzt bin ich schon dreimal im Kreis gegangen. Jetzt haben wir Krypta noch entdeckt. Cusco gehört Hernando Pizarro, dem rechtmäßigen Vertreter der spanischen Krone. Diego de Almagro wurde gefangen genommen. Rodrigo Orgones ist tot und der Rest ihrer ketzerischen Truppen wurde in die Flucht geschlagen. Wir hatten die Berge überquert und die Küste außerhalb Cuscos erreicht. Orgones stellte sich uns in Cachupampa, einer schlechten Wahl für seine Kavallerie. Seine Falkonette brachten zwar Gonzalos Infanterieangriff ins Stocken, aber der Sumpfboden verhinderte, dass seine erfahrenen Reiter daraus einen echten Vorteil ziehen konnten. Unsere königlichen Arkebusiere überquerten den Fluss und entfesselten ihr Höllenfeuer gegen unsere Feinde. Pizarro und Orgones führten ihre jeweilige Kavallerie selbst ins Feld. Unter dem Gebrüll sämtlicher Männer bildeten sich zwei anstürmende Kolonnen, die in vollem Galopp aufeinander trafen. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Orgones wurde im Chaos der Schlacht getroffen, vom Pferd geworfen und getötet. Der Feigling Almagro zog sich angeblich auf einem Esel vom Schlachtfeld zurück. Wie passend. Ein Auszug aus Alonso Luis Tagebuch. Okay. Das ist mal auf jeden Fall eine neue Storyline. Hey, das erste, wo wir reingekommen. Wow, in anderen sind wir nicht reingekommen. Ja dann. Go. Oha. Vorsichtig. Ui. Vorsichtig. Oh weh. Also schneller geht es leider nicht. Okay. Jetzt geht das auf. Matsch. Wohin das wohl führt? Da ist eine Falle. Zweiter Eindruck. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Tja, kann ich verstehen. Zum dritten Mal gestorben. Ah, wieder von vorne. Oder geht es noch? Scheiße! Ach, geht. Okay. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe.
Wo ich vorne, oder was? Okay. So, wir schon wieder den Weg noch hinaus suchen, oder was? So. Und los geht's. Heil. Was haben wir denn hier? Neue Ausrüstung erhalten. Abendsternstiefel. Die können wir im Inventar in Basislager ändern. Okay. Es muss einen Weg hier rausgeben. Also, wir haben eigentlich gerade vorhin noch so eine Kleinigkeit angeschaut, den Stein. Und eigentlich haben wir uns den gar nicht angehört. Trinity ist eine Uhr. Das in diese Schale geschnitzt, dieses Dokument beschreibt eine Art Reise oder wie man jetzt hier war, das war. Der roten Göttin geopfert wird. Ah ja. Eine zweite. Das ist. Genau, glaube ich. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Okay. Ja, gut. Fehlende Ausrüstung. Einfach die normale. Nur weil wir die normale Spitzhacke nicht haben. Das muss der Weg nach oben sein. Wir haben noch zwei Pfeile. Ja. Cool. Ah, oh, danke, dass du die angehalten hast. Hey, na. Ja gut. Die habe ich vorgemeint. Jetzt gehen wir mal den Weg wieder auf. So, wir kommen da nicht weiter wegen der normalen Hacke, aber gehen wir mal mit der Hauptmission auf. Den Fähigkeitspunkt machen wir später, weil wir zwei haben dann. Und nochmal dadurch. There I go. Okay. Anscheinend verbraucht sich schon ein Pfeil. Yay. Und für heute war es aber, also ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!